Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind hier am Schiffchen dran. Wir wollen den Oberbau machen. Hier, das hier. Und ich muss ja zugeben, ich habe hier unten etwas rumexperimentiert. Mir gefiel es nämlich am Ende nicht und es gefällt mir immer noch nicht. Das da, ich habe da jetzt mal versucht, das ein bisschen lockerer zu machen. Es ist so eine kleine Wurst, die mir nicht so ganz zusagt, um ehrlich zu sein. Da unten drunter. Ich hätte hier mal so leer gemacht, das ein bisschen verjüngt. Aber es ist immer noch nicht das, was ich möchte. Hier hatte ich mir so ein bisschen versucht, Form reinzubringen. Aber das werde ich nochmal komplett ändern. Und zwar, wenn ich das hier oben fertig habe, will ich mir das kopieren und in Dunkeln nur unten runtersetzen. Ich glaube, damit komme ich am besten weiter. Aber gut, erstmal müssen wir hier oben klar Schiff machen, auf gut Deutsch. Und dann geht's weiter. So, dazu haben wir hier ja schon mal einen ganzen Rand fertig gemacht. Wir ziehen jetzt erstmal diesen dunklen hier durch und gehen mal mit dem weißen rum. Können wir hier durchlaufen? Nee, kann man natürlich nicht. Deswegen machen wir das mal so. Check. Die Wette gilt. Ich hoffe nur, ich habe genug Material am Start dafür, um das da unten dann auch schick zu machen. Weil das ist ja dann quasi ein fertiges Gebilde. Plus natürlich dann die Verbindung. So. Ja, hier müssten wir eigentlich so reingehen. Würde ich mal sagen. Kommt sonst nicht so cool. Ohne Kurve. So. Jetzt können wir uns einfach den hier schnappen. Oh, davon habe ich ja gar nicht so viele. Na, kann sein, dass wir da. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da die Tage schon was in dem Prozessor getan habe. Hier habe ich ja leider gar keine mehr. Machen wir erstmal mit dem hier weiter. Das, was wir haben. Können wir quasi die Ecke so weglassen. Ist ja nur, damit er da nicht so dunkel ist. So. Damit es da dunkel ist, sagen wir mal so. Nicht so dunkel, sondern dunkel. Holz alle. Ganz uncool. Passt doch. Na ja, jetzt brauchen wir erstmal das Holz. Den weißen Lumit. Nicht Lumit. Linol. Wie auch ever. Hier Holz einpacken. Na, da haben wir nur das. Hier haben wir Holz. Na, das sind nicht viele. Mal ruhig nochmal einen ganzen Spaten drauf. Ey, warum habe ich hier. Ach, das hatte ich wegen dem. Wegen dem. Wegen den Lavateilen. Wie sieht es hier mit den anderen aus? 24, da haben wir auch nicht mehr viele von. Machen wir mal welche rein. Und die Holzteile 100, 100 und die Dinger haben wir auch noch genug. Da machen wir ein paar davon. So. Machen wir den ersten Schwung mit.
52. Eisen können wir hier lassen. Ich auch. Und wieder Ruf da. So muss es gehen. Schön, ist der gleich die richtige Form angenommen. Also, dass er hier so links geht. So, läuft doch. Läuft doch, läuft doch, läuft. Passt alles, wie es sein soll. Plopp, fertig. Ein paar mehr brauchen wir dann später noch für hier, aber das, da kommen wir noch zu. So. Problemchen ist jetzt nur, wie gehen wir hier weiter? Also hier müssen wir garantiert nochmal höher. Das heißt, hier brauchen wir dann auch später noch mehr Holz. Machen wir mal hier so. Ja, ich werde die doch reinsetzen. Habe ich mir gerade so Gedanken gemacht. Werde den nämlich hier durchführen. Auch hier hinten ruhig rumgehen. Wohl nie, erstmal nicht. Aber ich muss den hier hinsetzen. Sonst geht das nicht auf, wie ich mir das gerade vorstelle. So. Na, komm. Geh mal ruhig bis da. Na, siehst du, der ist schon wieder falsch. Ich lasse da einen Hohlraum. Den nehme ich raus. Gut, mehr haben wir nicht. Gut, passiert. Aber hier wollen wir noch höher. Hoch hinaus. Ja, eigentlich haben wir soweit alles dabei. Einen schönen Winkel. Reicht das schon? Noch ein. Was haben wir, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Eigentlich reicht das so. Jetzt sagen. Kurios, kurios das Ganze. Ich mache den mal an der Stelle ein bisschen breiter. So. Na, wir müssen auch sagen, hier hinten irgendwie, ne? Puju. Auf, wie man sagt, man so schön. Ich experimentiere gerade. Wird halt interessant. Nehmen wir hier hinten.
So. Ja, erstmal brauchen wir hier die Zaunbreite. So. Der muss ruhig hier rein. Ich gucke, dass wir auf die richtige Höhe kommen. Für einen schönen Abschluss. Dahin. Bis dahin. Dahin. So. Na ja, kurz mal meine Zeichnung gucken. Zick. Kommt ungefähr hin von der Höhe, wie ich mir das vorstelle. So. Hier so einen weißen hin. Ich kann ja hier auch schon mal durchziehen. Ist ja relativ ähnlich. Um das hier schon mal fertig zu haben, so weit. Ist gut. Ist halt mit Absicht ein bisschen was Stabileres dran. Und hier möchte ich jetzt gern das Ganze wieder nach oben führen, so als Laufsegel circa. Das wieder so machen. Ja, ich glaube schon. Frage, wie breit wir das machen. Ist ganz schön heftig, ne? Aber ist vernünftig. Gleich ist eh wieder vorbei. Siehst du, da geht's schon los. Shit. Dann können wir mal schnell die Sachen holen. Kann es sein, dass wir im Flug weniger Schaden bekommen haben? Oder der hat nur die Animation nicht kombinieren können. Ist auch möglich. So. Das reicht uns nicht. So. Direkt wieder reinhauen alles. Kriegen wir das schon hin. Das, wie nennt man das denn? Quasi, nicht Lenksiegel, sondern Lenkruder? Ist Ruder für Luder richtig? Erstmal du hier natürlich. Zack, dann kommt der hier auch gut an, ja. Hier müssen wir natürlich auch noch einen schönen Übergang schaffen. Nur nicht so. Dann halte ich hier ruhig. Na, da lässt er mich nicht hin.
direkt mal hier ein bisschen dekorieren. So. Direkt mal ein bisschen Ansagen hier machen. So, zack, na da. Ja, Frage ist, ob wir noch weitergehen, aber ich glaube nicht. Hier der Anfang auch noch nicht so toll ist. Ich gehe mal hier ruhig noch einen rüber. Ist ja noch nicht ganz perfekt. Oh, jetzt juckt mir die Nase. Entschuldigung. Das war richtig eklig gerade. Oh, da drehen mir fast die Augen von. Einfach nur so aus Prinzip hier nochmal so eine etwas verdicktere Sache drauf. So. Gucken uns das gleich mal an, wie das kommt. Da müssen wir noch ein bisschen höher. Ja. So. Jetzt der kritische Blick. Voll hässlich. Ich muss das da, glaube ich, eher zumachen. Und der letzte gefällt mir auch nicht. War ja klar. Der hier finde ich nicht, genau. Und hier müssen wir ein bisschen früher zumachen. Die Frage ist ja generell, wie wir das jetzt hier machen. Ich mache hier so ein bisschen mit Weiß. Wie gesagt, früher zugehen. Schauen gleich mal, wie wir das hinkriegen. Ist gar nicht so einfach. Hier eine vernünftige Form hinzubekommen. Oh, man hat da wenigstens gleich richtig gesetzt. Und auch überlegen, was wir hier drin machen. Eventuell so hier. Hier so. Ah, Zaun haben wir nicht mehr. Na gut, dass wir direkt noch ein paar gemacht haben. So, dann. Na komm. Wir hatten ja erstmal nur die eine Seite gemacht.
Das kommt ungefähr hin, jawohl. Stellt sich auch was an hier gerade. Genau, hier hatte ich ja gesagt, dass ich das so hier mache und da kommt dann noch einer in die Mitte rein. Da so hin. Och, Handy. Ton aus. Ganz vergessen. Fast alles umgeschmissen. Mal kurz gucken hier so. So. Zack. Zack. Ein bisschen fliegendes Gestein hier noch reinhauen. So. Komm, wir sind gut in der Zeit, oder? Ja, wir sind schon fast wieder drüber. Ich gucke mir das gleich mal in Ruhe an. Was hat man da gemacht? Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich bin rumgegangen, ne? Genau. Da hätte ich so noch einen draufgesetzt. Na, kommt schon noch. Und der Zaun. Okay, jetzt ist eh kalt. Dann können wir hier mittig mal reinhüpfen. Juti, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Es ist doch sehr grubig geworden. Ich dachte, ich krieg das windschnittiger hin. Das ist schade. Also es ärgert mich ein bisschen persönlich. Aber wie gesagt, wenn wir das unten nachher noch ein bisschen anpassen. Dann könnte das sogar was werden. Aber erstmal bin ich noch sehr unzufrieden. Ja, sowas gibt es bei mir auch. Ja, super. Noch besser. Ihr seht, das ist mir echt zu eckig und kantig. Und ich meine, das oben, das ist recht locker. Wenn ich das unten, das muss definitiv weg. Das unten muss definitiv weg und ich könnte jetzt hier gerade noch mal sagen, na, das machen wir ganz schnell. Das muss jetzt sein. Ja, der ist blöd. Aber ich gehe einfach hier so. Bisschen mehr Form reinbringen. Ja, komm, das mache ich gleich alles. Wir machen hier Feierabend. Danke fürs Zusehen und tschüss.